Zwei Arschlöcher auf einem Haufen. Das dachte ich, obwohl ich ihn ja gar nicht kannte und gar nicht wissen konnte, ob er ein Arschloch war. Wenn aber einer ein autoritäres Arschloch war, dann Wagenbach. Wir haben hier einen neuen Mitschüler. Sein Name ist Andrei. Andrei Tschetschatschen. Tschetschatschow. Tschetschatschow. Schön, Tschetschatschow, Andrei. Andrei, möchtest du vielleicht kurz was über dich erzählen? Woher du kommst, auf welcher Schule du bisher warst? Nein. Du willst nicht erzählen, wo du herkommst? Nein, mir egal. Also schön, dann werde eben ich etwas über dich erzählen, Andrei. Aus Gründen der Höflichkeit muss ich dich schließlich der Klasse vorstellen. Ich nehme dein Schweigen als Zustimmung. Oder hast du was dagegen? Beginnen Sie! Gehst du nicht zu Tatjana? Nee, kein Bock. Im Ernst? Ich habe schon was anderes vor. Außerdem bin ich nicht eingeladen. Du bist nicht eingeladen? Ist ja krass! Ich dachte, ich wäre der Einzige. Das ist doch eh langweilig. Ja, für Schwule vielleicht. Aber für Leute wie mich, die noch im Saft stehen, ist diese Party ein Muss. Simla ist da. Und Corinna. Und Sara. Und Laura. Oh, nicht zu vergessen, Tatjana. Und von dir. Oh, und Kathi. Und Kimberly. Und die Ultras ist Jennifer! Und die Blonde aus der 8A! Und ihre Schwester! Und Melanie. Und dann landeten wir vor der Xbox und spielten GTA. GTA. Mit der Hand. Wir hypnotisieren, stieg er aus. Und was dann passierte? Ich weiß nicht mehr, was da passierte. Ich war hypnotisiert. Plötzlich stand ich neben Tatjana mit der Zeichnung in der Hand. Ich sagte, hier. Ich sagte, Beyonce. Ich sagte, eine Zeichnung. Ich sagte, für dich. Tatjana starrte auf die Zeichnung. Und bevor sie wieder hochgucken konnte, sagte ich, dass wir keine Zeit hätten und noch was erledigen müssen. Er stieß mich an. Ging dann zurück zum Auto und ich hinterher, den Motor gestartet und ab, 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 ab! Er rammte seinen Fuß auf das Armaturenbrett, während ich in den zweiten Gang schaltete und die Straße runterschoss, die eine Sackgasse war. Wir rasten auf das Ende der Sackgasse zu. Soll ich sie zeigen? Soll ich sie zeigen? Warte, was du willst! Er ist der Steuer erst kurz nach rechts, dann nach links und machte mitten auf der Straße einen U-Turn. Ich flog raus auf dem Fenster! Wir schossen rechts am roten geklebten Haus vorbei. Aus dem Augenwinkel konnte ich sehen, wie sie da alle noch standen auf dem Gehsteig. Tatjana mit der Zeichnung in der Hand. Die Zeit schien wie still zu stehen. Der Lader schmierte mit 60 um die nächste Kurve und meine Fäuste hämmerten auf das Armaturenbrett. Gas, die Frage!
An der Tankstelle angekommen, klappte das mit dem Benzin und dem Schlauch überhaupt nicht. Oh, ihr Schwachköpfe! Nein, geht's noch lauter? Kannst du bitte über den ganzen Parkplatz schreien? Klar, ihr seid ein bisschen zu blöd! Ja gut, wir sind zu blöd. Kannst du dich jetzt wieder verbissen? Habt ihr schon mal was von Ansaugen gehört? Was machen wir die ganze Zeit? Los, hau ab! Nee, ist doch eh keiner da, ihr Angsthasen. Wartet in den Schlauch. So lernten wir Isa Schmid kennen. So! Und in dem Moment gab es ein Geräusch von brechenden Zweigen und Laubraschen. Ein Floßpferd brach vor uns durch die Busche. Irgendwo in Deutschland, direkt an der Autobahn, in der völligen Einöde, brach ein Floßpferd durchs Gebüsch. Und rannte auf uns zu. Es hatte eine blaue Strickjacke an, eine blonde, kräuselige Dauerwelle auf dem Kopf und einen Feuerlöscher in der Hand. Waren die Schweineställe wirklich Schweineställe? Nebeneinander und übereinander stapelten sich die Käfige und aus jedem guckte ein Schwein. Scheiß Leben. Wir waren mittlerweile 150 oder 200 Meter hinter den Laster zurückgefallen, als plötzlich... Obwohl wir genau hinter dem LKW fuhren, sah ich auf einmal die Fahrerkabine in der Mitte der Autobahn. Wie sie vom Heck links überholt wurde. Der Lastwagen verwandelte sich in eine Schranke. Der Lader drehte sich zur Seite. Die Schranke neigte sich unentschlossen nach hinten, kippte krachend um und hielt uns 12 rotierende Räder entgegen. 30 Meter vor uns. In absoluter Stille glitten wir auf diese Räder zu und ich dachte... Jetzt sterben wir also. Dann fiel ich sofort über irgendetwas auf der Straße. Ich richtete mich wieder hin und fiel wieder hin und landete in einem blutigen Matsch. Ein totes Schwein! Einige von ihnen rannten hinterher.
schrien vor Verzweiflung. Ich jedenfalls ließ mich mit dem Sessel vornüberfallen. Das Wasser war lauwarm. Beim Eintauchen spürte ich, wie meine Mutter nach meiner Hand griff. Und so sanken wir nach unten und schauten von da auf zur schillernden, glitzernden Wasseroberfläche mit den schwimmenden Möbeln oben auf dunklen Quadern. Und ich weiß noch genau, was ich dachte, als ich dort unten die Luft anhielt und hochschaute. Ich dachte daran, dass es Schlimmeres gab als eine Alkoholikerin als Mutter. Ich dachte daran, dass es jetzt nicht mehr lange dauern würde, bis ich Chick in seinem Heim besuchen konnte. Und ich dachte an Isas Brief. Ich dachte an das Gewitter über dem Weizenfeld. Ich dachte daran, dass ich all das ohne Chick nie erlebt hätte in diesem Sommer. Und dass es ein toller Sommer gewesen war, der beste Sommer von allen. Und an all das dachte ich, während wir dort unten die Luft anhielten und durch das silberne Schillern und die Farben hindurch nach oben guckten, wo sich eine Uniform ratlos über die Wasseroberfläche beugte und in einer stummen, fernen Sprache zu uns redete, wie aus einer anderen Welt. Und ich freute mich wahnsinnig, weil man kann zwar nicht ewig die Luft anhalten, aber doch ziemlich lang.